abgeschossen, Mann. Das rein! Senkt den von Müller! Oh mein Gott! Oh mein... Mario Nacht und De Bruyne, Team of the Season. Und Hazard! Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner Let's Play FIFA 16 Karriere mit dem Simon, eurem Gamer Brother. Und damit herzlich willkommen zurück zur Karriere. Wir stehen vor einem Champions League Spiel gegen Fenerbahce, auswärts in Fenerbahce. Danach geht es weiter gegen Kaiserslautern zu Hause und auswärts nach Dortmund. Ich glaube, ich werde das Kaiserslautern-Spiel und das Fenerbahce-Spiel simulieren und dann in diesem Part das Spiel gegen Dortmund angehen. Das heißt, wir müssen ja aber erstmal ein bisschen rotieren, zumal Boateng schon wieder gesperrt ist. Ich glaube, ich werde hier eine 4-3-3-Formation benutzen fürs Champions League-Spiel. Da muss dann... Ja, wer muss denn da reinrutschen? Auf jeden Fall Julian Brandt erstmal und wir können dann auch nochmal Alonso mitnehmen. Da ja... der gute Vidal auch noch angeschlagen ist, aber es ist nicht so dramatisch. Mustafi, da mit einer 85er Bewertung können wir natürlich auch hier gerne in der Innenverteidigung spielen lassen. Joa, die Sechser gefallen mir hier auch. Martinez, Thiago Götze, das sieht alles ganz gut aus. Ich lasse Müller mal für Lewandowski vorne in den Sturm. Und dann unser Offensivtrio, beziehungsweise unsere Offensiv-Außenspieler da wieder. Das ist ja kein Trio, wenn man jetzt Lewandowski mal rausnimmt, sondern unser Duo da mit Ronaldo und Robben. Die beiden erst, die sind natürlich... brandgefährlich. Ja, und wir haben auch noch einen brandgefährlichen auf dem Bank, und zwar Julian Brandt. Okay, der wird zwar ziemlich scheiße. Aber den haben wir auch noch auf der Bank mit der Nummer 13. So, Dortmund führt nach 2 Minuten durch ein Tor von Kagawa. Und wir führen nach 13 Minuten durch ein Tor von Ronaldo. Der wird immer besser. In den letzten 5 Partien jetzt, glaube ich, immer getroffen. Hoffen wir, dass es hier beim 0-1 bleibt. Oder vielleicht können wir auch noch nachlegen. Hauptsache, wir gewinnen das Ding hier. Dann wäre es mehr als nur durch. Ich glaube, mit dem Unentschieden wären wir auch schon sicher Gruppenerster. Aber Van Persie macht den Ausgleich in der 58. Wieder ein Gegentor. Müller mit dem 2-1. Das freut mich. Und jetzt kommen einfach so halten. Tars mittlerweile drin in der Partie für Lahm. 90 Minuten sind vorbei. Wir haben das Ding dann am Ende 2-1 gewonnen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Müller und Ronaldo die Torschützen. Also Ronaldo trifft, wie er will momentan. Das ist schon fast unglaublich. Also ich weiß nicht, der hat in den letzten Spielen immer getroffen, wenn ich mich nicht täusche. So, aktuell ist aus England, Spieler sperre abgelaufen für Boateng und Alaba ist fürs nächste Champions League Spiel wieder gesperrt. Wir haben auch momentan mit den Sperren zu kämpfen, das ist unglaublich. So, jetzt Heimspiel gegen Kaiserslautern, wir sind punktgleich mit Schalke da vorne. Und Ronaldo ist jetzt auch schon vorne mit dabei in der Torjägerliste, 7 Tore hat er schon erzielt. Jetzt geht's gegen Kaiserslautern und ich glaube, ich werde nochmal das 4-3-3 hier spielen. Dann aber... Müller, glaube ich, für Götze einmal tauscht. Also Götze, der macht dieses Jahr echt viele Spiele. Das freut mich ein bisschen für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ja werden wir in Real Life nicht so viele Spiele für die Bayern absolvieren können. Dafür hier jetzt umso öfter in der Karriere. Ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen. In der ersten Saison hat er auch bei uns fast gar keine Schnitte gehabt. Und jetzt läuft es hier richtig gut für ihn. So, wir können Boateng wieder benutzen. Und ich lasse ihn mal für Hummels spielen. Mustafi zusammen. Die beiden in der Verteidigung, das hat ja auch schon in Saison 1 ganz gut geklappt. Also Mustafi, von dem bin ich in dieser Saison echt überrascht, hat sich von 83 auf 85 verbessert und ist jetzt hier eine echte Alternative. Und jetzt geht es hier zu Hause gegen Kaiserslautern, die sollten wir eigentlich abziehen. Haben sich aber ein Unentschieden gegen Dortmund erarbeitet. Normalerweise dürfte das ein hoher Sieg für die Bayern werden. Und 0-4 Leverkusen führt gegen Schalke, das finde ich schon mal sehr gut. Unsere direkten Kontrahenten. Aber in den ersten 25 Minuten ist hier bis auf die gelbe Karte noch nichts passiert. Wer weiß, aber jetzt hat Lewandowski das 1-0 gemacht, wollte schon sagen. 45 Minuten sind vorbei. Es muss ja eigentlich nur ein Sieg sein. Ob der jetzt hoch oder niedrig ausfällt, ist ja erstmal dahingestellt. Wir haben schon 2 neue Leute drin. Jetzt bitte kein 1-1 oder so eine Kacke. Einfach nur gewinnen. Müller macht das 2-0, da haben wir nochmal nachgelegt. Sehr schön. Ronaldo jetzt diesmal nicht getroffen, aber ich denke mal, das ist nicht das Problem, wenn wir hier einen 2-0-Sieg mitnehmen. Und dann trainieren wir mal wieder unsere Spieler. Ich werde jetzt aber den guten... Wen können wir denn mal rausnehmen? Ich mach mal einmal kurz beenden, denn mich würde mal ganz kurz hier interessieren, was unsere Spieler für ein Potenzial haben. Haben wir die im Jugendstab drin? Oder wo ist das? Ein Moment. So, wir haben hier unsere Fußballschule. Wen trainieren wir momentan? Wir trainieren den Königsmann. Der hat eine 88er Potenzial und diesen Vucinic, der hat ein 89er Potenzial. Ja, beide jetzt nicht so unglaublich. Nee, wen haben wir trainiert? Den Hegeler. Der hat gar kein gutes Potenzial eigentlich. Warum trainieren wir den überhaupt? Fällt mir mal gerade so auf. Vollert haben wir auch noch so. Die ganz krassen Talente haben wir gar nicht. Also nehme ich auf jeden Fall den Hekeler mal raus, weil wir da definitiv den Königsmann trainieren sollen. Der hat deutlich mehr Potenzial. Dann kann ich wieder den, wie heißt er? Den. Wie heißt er denn? Mensch, den Mustafi mit reinnehmen. So, Innenverteidiger Mustafi. Jonathan Tah haben wir, glaube ich, schon drin, oder?
Jonathan Tah haben wir drin. Also wenn der sich jetzt auch noch auf 80 entwickelt, das ist so eine bombensichere Defensive eigentlich. So, Mustafi schon wieder bei Grätsche verbessert auf 90. Unglaublich. Komor bei Schusskraft auf 82. Also Mustafi ist echt ein Brocken in der Verteidigung da geworden. Da bin ich echt, ihr hört es immer wieder, einfach nur begeistert von, wie krass der sich entwickelt. Angebot zurückgezogen. Ich möchte auch eigentlich kein Nationaltrainer werden. So, Monatsbericht Jugendmannschaft, da gucken wir jetzt nochmal drauf. Dieser Schönfeld, der sieht dann schon besser aus mit seinem Potenzial. Hilgeler nur ein 78er Potenzial. Ebert 79, der hat ein 86er Potenzial. Pilowski 91er Potenzial. Königsmann, ja, da bleibt das Potenzial relativ hoch bestehen. Ich lasse die jetzt hier nochmal alle drin, bevor ich da irgendwann mal anfange auszusortieren. Aber diesen einen, den wir da gerade hatten, den Hegeler, müssen wir nicht unbedingt weiter trainieren. Wir sind 3 Punkte vor Schalke. Leverkusen hat sich jetzt hier vorne auch noch angeschlossen in die Verfolgergruppe. Da Dortmund, gar nicht mal so gut diese Saison. 14 Spiele, 19 Punkte. Das ist ja gar nicht Dortmund-like. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Partie rein, spielen auswärts bei den Dortmundern. Die haben sich Edison Cavani geholt und Ronaldo hat 95, was? Ronaldo hat 95. Holy shit, das muss ich mir jetzt angucken. Ronaldo hat 95. Was ist denn hier los? Ronaldo hat eiskalt 95. Hat er sich nochmal bei einigen Stats verbessert? Dribbling auf 97. Krass. Aber gut, 19 Spiele, 14 Tore. Da ist er wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, der Ronaldo. Das ist ja wirklich krass. 7,5er Durchschnittsbewertung in der Bundesliga. In der Champions League ist er ja wirklich überragend. 5 Spiele, 6 Tore. 111 Millionen. Da hat sich bis jetzt sogar dieser krasse Preis gelohnt. Eieieiei. 111 Millionen. Und jetzt hat er 95. Und hat auch einen prächtigen Wert von 96 Millionen. Das mit 31 Jahren. Hat sich hier noch jemand verbessert? Der gute Koke nicht wirklich. Und Götze, der macht wirklich eine anständige Saison, die er bis jetzt spielt. Hat nicht so krasse Torbeteiligung, aber der gefällt mir echt gut. Macht viele Spiele. Also muss man wirklich Götze zugutehalten. Von Hummels bin ich noch nicht ganz so überzeugt. Dafür, ich hab's gesagt und ich sag's jetzt nochmal. Der gute, wo haben wir ihn denn? Ganz vorne hier. Mustafi. Überzeugt mich aber mal sowas von. Grätsche plus wie auf 90, hat jetzt 85 und ist erst 24, also bitte. So, ich gehe jetzt in die Partie rein in Dortmund. Wir machen jetzt mal gleich die Mannschaft fertig. Ich denke mal, ich werde hier auch irgendwie ein 4-3-3 spielen, sowas in der Richtung. Ich glaube, das hier sieht so schon mal ganz gut aus. Aber in so einem Spiel muss ich Hummels eigentlich von Anfang an spielen lassen und eigentlich auch Götze. Aber die Frage ist, lassen wir da Müller raus? Also so ein Lewandowski ist natürlich doppelt motiviert. Wir können auch auf Vidal wieder zurückgreifen. Wir haben ja echt die Qual der Wahl. Alonso hat sich auf 81 verschlechtert, aber der spielt ja sowieso seine letzte Saison. Der ist ja auch nicht mehr als Aushilfe nur noch da hinten. Das ist jetzt die große Frage. Ich würde Vidal ganz gerne spielen lassen für Martinez, von der in den letzten Wochen einen guten Job gemacht hat. Ich lasse erstmal Müller von Anfang an spielen. Wir können dann Götze immer noch bringen. Ey, Ronaldo auf 95, ich werde nicht mehr. So, ich würde sagen, wir gehen rein in die Partie. Heieiei. Los geht's, ich bin gespannt. So, Freunde, und da sind wir im Signal Iduna Park. Treffen die Dortmunder auf die Bayern. Und wir schauen uns die Formation der Dortmunder an. 4-5-1-System mit Selenas als neuen Spieler, Williams und Cavani, die ich jetzt auf dem ersten Blick gesehen habe. Ich meine, die Viererkette ist unverändert geblieben. Haben den ein oder anderen Abgang ja schon hinnehmen müssen, die Dortmunder hier. Zum Beispiel Aubameyang, der ja gewechselt. Ich weiß gar nicht, was mit Reus ist, muss man gleich mal schauen. Ob sie ihn vielleicht noch einwechseln. Das ist unsere Formation heute wieder im 4-3-3. Ronaldo, Robert Lewandowski, Arjen Robben. Die drei Erster vorne. Die machen da natürlich mächtig Dampf. Ronaldo eingeschlagen wie eine Bombe. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen an eine neue Liga hier in Europa. Aber der rockt auch die Bundesliga. Cristiano Ronaldo, wir haben es gesehen, 19 Spiele, 14 Tore, wettbewerbsübergreifend. Vor allem in der Champions League mit 5 Spielen, 6 Toren. Überragend. Die Auswärtsbilanz, da sind wir auf Platz 1. 7 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ist jetzt nicht ganz so krass, aber für eine Auswärtsbilanz geht das definitiv in Ordnung. Bei den Bayern ist natürlich immer das Maximum gefragt, aber gut, das kann man nicht immer bekommen. Wir spielen hier im Regen im Ruhrgebiet. Auch wieder 2 erst, nur mal so am Rande. Und wollen natürlich heute unseren Abstand auf die Leverkusener und auf die Schalker ein bisschen vergrößern. Dortmund ja nicht ganz so gut in die Saison gestartet mit 19 Punkten aus 14 Spielen. Das geht definitiv besser. Thiago legt direkt los auf Cristiano Ronaldo. Boden ist glatt, den kriegt er aber trotzdem. Und Ronaldo da direkt mit dem Kopf durch die Wand. Holt gleich mal einen Eckball raus. Ronaldo, ist er da verletzt? Nee, ist nicht auf dem Boden liegen geblieben, ein Glück. Robben mit der ersten Ecke. Da hinten ist Jerome Boateng. Und Cavani kann kontern. Ne, der Ball verspringt. Thiago muss da jetzt
verteidigen. Edison Cavani, Thiago echt hinterher und kriegt den. Philipp Lahm, und jetzt können wir das Spiel erstmal wieder ruhig aufbauen. Und die Dortmunder mit einer guten Kombination. Gonzalo Castro, Jerome Boateng, der steht da hinten sicher. Und jetzt vielleicht eine Kontermöglichkeit für uns. Müller, Ronaldo, Lewandowski, der Ex-Dortmunder, auf Cristiano Ronaldo. Der hat natürlich Tempo. Ronaldo kommt da an, Piszczek aber nicht vorbei. Thomas Müller, Robben. Robben auf Arturo Vidal, der nimmt ihn direkt. Roman Bürki im Tor muss das erste Mal hin. Nach hier knapp 10 Minuten die erste große Chance. Cavani gewinnt hier das Kopfballduell. Und dann müssen wir direkt wieder zurückarbeiten. Langer Ball auf Edison Cavani. Es war abseits, wollte schon sagen. Hummels aber da vom Stellungsspiel nicht wirklich gut gewesen. Trotzdem nochmal alles gut gegangen. Thiago, links ist Platz für Alaba. Alaba weit vorgelegt, verliert den Ball an Henrik Mkhitaryan. Mkhitaryan auf Cavani. Und dann ist es eine gute Grätsche von Thiago, die aber abgepfiffen wird. Für mich nur der Ball. Fragwürdig, diese Entscheidung, aber zum Glück keine Karte. Wäre auch ein bisschen überzogen gewesen. Oh, und da... Was für ein behindertes Gegentor. Da kriegen wir den Ball nicht geklärt. Was war denn jetzt los? Hummels und Boateng kriegen ihn nicht geklärt. Cavani läuft jetzt... Ist das Reus? Auf der Bank. Ich habe es nicht gesehen. Oh, was ein dummes Gegentor. Was für ein dummes Gegentor. Guckt euch das an. Ball kommt in die Mitte. Alaba kriegt den nicht weg. Hummels kriegt den nicht weg. Boateng kriegt den nicht weg. Cavani sagt vielen Dank. 1:0 für Dortmund. Also das ist echt ein richtig dummer Gegentreffer. Aber die Dortmunder haben hier zumindest bis hierhin kein schlechtes Spiel gemacht und sich den Treffer auch nicht wirklich unverdient hier erspielt. Trotzdem müssen wir da jetzt gegenhalten. Auf Thomas Müller. Robben! An den Pfosten. Bürki hat ihn da dran gelenkt. Arjen Robben und direkt so eine Riesenchance im Anschluss. Machen wir direkt mit einer Ecke weiter. Die kommt ein bisschen zu weit weg. Ah, Thiago, da ist Müller. Müller bleibt am Ball. Thomas Müller aus der Drehung. Bürki ist wieder da. Roman Bürki jetzt auf einmal unter Dauerbeschuss. Nächste Ecke wieder durch Arjen Robben. Die kommt besser. Vidal. Ah, Müller, die ist durchgerutscht. Thiago kriegt den Ball nochmal, vielleicht nochmal eine Flankenmöglichkeit. Thiago bremst erstmal ab, jetzt kommt die Flanke, aber ungefährlich. Die Dortmunder führen hier weiterhin mit 1:0, aber die Defensive wackelt jetzt auch bei den Borussen. Müller, Lewandowski, Müller. Ah, und dann wieder so ein hektischer Pass auf Thiago, der dann nicht zu Erfolg kommt. Robben mit Pressing, aber den Ball bekommen wir auch nicht. Müller läuft nochmal an. Auf Roman Bürki, der wählt den Weg durch die Mitte. Lewandowski bekommt ihn nicht. Somit ist Halbzeit und die Dortmunder führen hier mit 1:0. Beide Mannschaften mit Chancen, wir sehen es hier. Dortmund am Ende effektiver gewesen und führt somit 1:0. Das war ein richtig dummes Gegentor, das muss man auch ganz klar sagen. Ansonsten Robben noch mit einer großen Chance, als er hier den Ball an den Pfosten gehauen hat. Wir versuchen es weiter. Wir wollen hier natürlich nicht verlieren, das ist ganz klar. So, jetzt die Dortmunder in Bedrängnis. Lewandowski mit Pressing, Einwurf erzwingen. So muss es in etwa gehen. Ronaldo jetzt beim Einwurf. Müller bietet sich an, zurück zu Ronaldo. Ronaldo hat das Auge für Thiago. Vielleicht ein Seitenwechsel. Thiago auf Lewandowski, der mit der Hacke, das ist zu blind gespielt. Thiago zu Vidal, der zu Thomas Müller, der kommt nicht zum Schuss im Strafraum. Kontermöglichkeit für die Dortmunder. Boateng. Vorteil läuft. Williams über die linke Seite. Lahm ist da. Mkhitaryan kommt zu Flanken. Zum Flanken. Neuer ist da. Abwurf zu Robben. Vidal. Jetzt müssen wir hier hinten mal aus dem Quark kommen. Vidal. Rechts rüber zu Robben. Robben. Ich komme da nicht durch. Ich spiele es aber auch gerade verdammt schlecht. Oh, und Hummels so ein Einsteigen. Gibt nicht rot. Spiel läuft nämlich weiter. Aber die Dortmunder kommen zu einer Chance. Mkhitaryan, da ist es eigentlich schon vorbei wieder. Aber was war das gerade für ein Einsteigen? Vidal holt jetzt erstmal den Ball. Und da ist wieder ein Dortmunder dazwischen. Das regt mich gerade so auf. Wir kommen nicht an den Ball. Und nochmal die Dortmunder über die linke Seite mit Schmelzer. Neuer ist da, verhindert das 0-2. So, Lahm, können wir jetzt mal kontern? Nein, wieder ist der Ball weg. Ich fass es nicht. Und Lewandowski hat rot bekommen für die Aktion gerade. Ich wollte auf Pause drücken und einen Spieler auswechseln. Der kriegt rot dafür.
Ich fasse es nicht. Für so eine Scheiße kriegt er rot. Götze, das hat er jetzt mal gut gemacht. Götze durch die Mitte, Mats Hummels. Da läuft Koke in die Gasse. Koke, flach rein. Da ist Götze. Hoho. Große Chance für den Ex-Dortmunder. Und Robben, Kontermöglichkeit. Robben, der ist schon zu platt. Spielt ihn aber gut weiter zu Götze. Und auf der linken Seite ist Platz für Cristiano Ronaldo. Ronaldo sieht, dass Alaba damit läuft. Durch den Regen der Ball aber nach ganz außen gekommen. Und dann ist er auch schon wieder weg. Aber Alaba gewinnt das Laufduell und holt ihn nochmal. Alaba. Koke, ganz rüber zu Jerome Boateng. Brandt. Nochmal zu Mats Hummels. Hummels an die Latte. Mats Hummels, der Ex-Dortmunder, hätte hier ein Traumtor erzielen können. Julian Brandt. Wichtige Grätsche. 3 Minuten bleiben uns noch. Koke, nochmal zu Julian Brandt. Braucht ein bisschen, bis er den Ball angenommen hat. Julian Brandt. Ne, Aubameyang haben sie sogar noch. Haben sie gerade eingewechselt. Mats Hummels. Der hatte gerade die Riesenchance. Robben. Robben. Will nicht schießen. Jetzt vielleicht. Alaba. Verdeckter Schuss. Bürki ist da. 90 Minuten sind schon vorbei. Nachspielzeit 2 Minuten nur. Alaba nochmal. Alaba nochmal. In den Rücken von Ronaldo. 1 Minute nur noch. Und dann so ein langer Ball zu Pierre-Emerick Aubameyang. Und er macht den Treffer. Meine Güte. 0:2. Pierre-Emerick Aubameyang. Es war sogar ein Eigentor von Neuer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Robben nochmal über die rechte Seite. Vielleicht bringt es nochmal was. Robben. Robben. Ball kommt zu Götze. Volley. Wieder drüber. 2:0 auswärts bei Dortmund verloren. Ganz bitteres Spiel hier. Die Dortmunder aber mehr Schüsse. Die haben nicht unverdient hier gewonnen. Es ist eine ganz, ganz bittere Pille für uns. Aber was wollen wir dagegen tun? Dortmunder hier einfach besser gespielt. Und dann am Ende mit einem 2:0 Erfolg. Aber das, ja, das wirft einen kleinen Schatten auf unsere letzten Begegnungen, die ja durchaus positiv verlaufen sind. Lewandowski dazu auch noch ein Spiel gesperrt. Jetzt geht es erstmal weiter in der Champions League gegen Olympique Marseille. Das werden wir noch eben simulieren. Das Spiel ist eh das letzte Gruppenspiel. Da sind wir sowieso relativ unbeschadet durchgekommen. Tah verbessert sich auf 80. Na, immerhin eine gute Neuigkeit, die wir hier haben. Jonathan Tah auf 80. Also wir haben echt eine krasse Innenverteidigung. Aber es will so wirklich mit den Gegentoren, also von der niedrigen Anzahl her, jetzt nicht so wirklich laufen. Aber wir haben ja bald Winterpause. Vielleicht werden wir da technisch... transfertechnisch nochmal was tun. Wir haben erstmal ein monatliches Scouting-Update. Irgendwas Interessantes. 94er Potenzial nehmen wir mal mit. Ansonsten nicht wirklich. Wir hatten hier gerade noch einen mit 88, aber bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir den mitnehmen müssen. Aktuell ist aus England auch eher unwichtig. Dann Heimspiel gegen Olympique Marseille. Da ist Alaba gesperrt, aber da können wir Juan Bernat einfach spielen lassen. Und ich glaube, ich werde auch so ziemlich die gleiche Formation wie gegen Dortmund spielen lassen. Vidal lasse ich mal für Martinez ran. Und Thiago raus für Koke. Hummels definitiv nicht. Der hat mir ganz, ganz schlecht gefallen. Auch Boateng. Deshalb lasse ich mal Jonathan Tah spielen. Also es war wirklich eine blöde Begegnung. Und wir können auch Ronaldo mal einen kleinen Dämpfer geben. Und da mal Julian Brandt hier reinlassen. Auch wenn er in den letzten Champions League Spielen eine gute Leistung gezeigt hat. Bei einem 0:2 darf auch mal ein Ronaldo hier leiden. Also es war echt keine gute Vorstellung unserer Mannschaft. In Dortmund. Da muss man auch mal da ein bisschen hart rangehen. Vor allem im Sturm. Ich hätte eigentlich auch Lewandowski rausnehmen können. Der hat mir ganz, ganz schwach gefallen. Aber gut. Jetzt geht es erstmal gegen Marseille. Da müsste jetzt eine Antwort unserer Mannschaft kommen. Ein Sieg ist das, was zählt. Tah mit Gelb. Brandt mit dem 1:0. Also, geht doch. Ronaldo haben wir heute mal rausgenommen. Julian Brandt macht das 1:0, der für ihn spielt. Müller mittlerweile mit dem 2:0. Jonathan Tah mit Gelb-Rot. Na, haben wir es denn mit den roten Karten? Meine Güte. So, Robben macht das 3:0. Nochmal ein paar Mal gewechselt hier. Aber gut. 13:0 ist ja völlig in Ordnung. Jetzt bitte kein Gegentor mehr bekommen, bin ich auch zufrieden. 90 Minuten vorbei, 13:0. Also damit sind wir absolut durch die Gruppenphase der Champions League marschiert. Nur einmal unentschieden gespielt, den Rest gewonnen. Und in der Bundesliga ist es richtig, richtig spannend. Wir spielen hier echt keine Bayern-Hinrunde, muss man ganz klar sagen. Und wieder 2 Spieler gesperrt. Koke wegen zu vieler gelber Karten, Jonathan Tah wegen Gelb-Rot. Wenigstens können wir auf Alaba wieder zurückgreifen. Das nächste Spiel dann gegen Ingolstadt. Ich bin erstmal raus, Freunde. Sagt wie immer, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Und dann geht es im Pokal gegen die Schalker. Hatten wir ja schon letztes Jahr, aber ich glaube, da war es das Halbfinale. Dieses Jahr müsste es das
Ich weiß nicht sein. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Freunde, bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.